Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, wir haben jetzt so ungefähr, boah, was haben wir denn jetzt, so um die 8 Uhr rum, 8:30 und ich bin gerade auf meiner morgendlichen Runde mit dem Stinker. Na, sag mal guten Morgen. Nein? Okay, dann halt nicht. Jedenfalls ist es wieder kalt geworden, Freunde, es ist kalt geworden, ey. Ich muss hier in der Jacke, muss ich jetzt hier mit dem Hund gehen, weil Sonne lässt sich nicht blicken. Es wird hier morgens schön gebaut, ja, Hamburg belebt sich so langsam, sag ich mal. Und ja, ich dachte, ich mache nochmal so einen kleinen Vlog, weil ihr habt ja letztes Mal gesagt, dass euch das gefallen hat und dass ihr Bock drauf habt. Also haue ich jetzt auch mal nach und nach wieder mehr davon raus. Jedenfalls kann ich schon direkt ganz am Anfang mal eine kleine Info rausknallen. Und zwar habe ich ein Video gemacht, wo ich in Eigenregie so einen kleinen Teaser vorgeschnitten habe, wo ich mit einer Kanone durch den Wald renne. Solltet ihr euch auf jeden Fall geben. Link habe ich oben in die Videobeschreibung gepackt. Ich bin zwar nicht der Mega-Schauspieler und sicherlich auch kein Regisseur, aber ich denke mal, es ist ganz cool geworden. Und ich musste auf jeden Fall auch immer irgendwie die Waffe wieder verstecken, wenn da Leute kamen. Also das war ein bisschen abgefahren. Solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen. Ja, heute habe ich auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Erstmal wird jetzt mit dem Hund gegangen, dann hole ich mir gleich mal Brötchen in der besten Bäckerei hier in meiner Nähe. Ja, fucking awesome einfach nur. Dann muss ich auf jeden Fall noch zur Mediamarkt, weil ich wollte mir noch ein 3DS-Game holen. Und ich habe noch ein Paket gekriegt, beziehungsweise hole das gleich ab, was ich gerade mit euch aufmachen möchte. Weil ich glaube, dass da ziemlich interessanter Stuff drin ist, da was euch gefallen könnte. Und ich würde sagen, ja, jetzt beende ich erstmal meine Runde und... Alter, da vorne ist schon wieder so ein schwebendes Blatt. Ja Leute, beste Bäckerei hier im Hamburger Norden, Alsterback. Auf jeden Fall vorbeischauen. Hier hole ich mal... Ja, hallo, hallo. Ja, hier hole ich immer meine Brötchen. Leider. Was ist los da, Meister? Keine Weltmeister mehr? Keine Weltmeister mehr, das gibt's doch nicht. Diese Dinger hier, die sind der Hammer. Ne? Also die kurz in so einen Toaster rein. Der Wahnsinn. Ja, wenn keine Weltmeister mehr da sind, ich hoffe, was mit Körnern. Was denn? Portugiesische Weltmeister. Ja, portugiesische Weltmeister, ne? Ja, okay. Ja, da muss ich portugiesische Weltmeister nehmen. So, wollen wir mal gucken, ob wir jetzt sofort da drin aufnehmen dürfen. Wahrscheinlich heißt es gleich wieder, sie dürfen hier nicht aufnehmen, Mami. Aber ist mir Wurst. Boah, richtig behindert, ey. Jetzt haben sie es tatsächlich nicht. Ich wollte eigentlich Dragon Quest 7 haben für den 3DS. Übrigens hier Zelda. Ja, bestes Game aller Zeiten. Sollte man sich gönnen. Ja, scheiße. Tja, machst du nix. Ich habe nachgefragt, haben sie nicht da. Ich habe Mediamarkt die Chance gegeben. Wenn sie nicht wollen, dann muss halt Amazon herhalten. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht oder wie ihr heutzutage einkauft. Geht ihr noch so in so Läden wie Saturn oder Mediamarkt oder andere Elektronikläden oder bestellt ihr euren Kram größtenteils im Internet? Ich sag mal, bei so Games wie jetzt gerade, ich glaube, da ist es tatsächlich irgendwie intelligenter, den Kram im Internet zu bestellen, als in den Laden zu gehen. Aber ich finde, dass das irgendwie noch nicht ausgestorben ist, so Elektronikläden. Weil ich finde es zum Beispiel sehr cool, wenn man zum Beispiel eine Kamera ausprobieren möchte oder sich einen Fernseher kaufen möchte. Man kann sich im Laden auf jeden Fall einen Eindruck davon verschaffen, wie groß der ist, ob das Bild geil ist. Sowas würde ich zum Beispiel ungerne im Internet bestellen. Was ich zum Beispiel auch ein bisschen assi finde, sind halt so Leute, die in ein privates Elektronikgeschäft gehen, sich da beraten lassen und dann zu Amazon gehen und dann einkaufen. Ich weiß nicht, das gehört sich irgendwie nicht. Wenn ich eine coole Beratung von jemandem bekomme, der auch noch Ahnung hat und mich nicht über den Tisch ziehen will, dann kaufe ich doch das Ding einfach in dem Laden. Das habe ich zum Beispiel bei der Alpha 7S II, also bei der Sony-Kamera, die ich jetzt auch gerade habe, habe ich das auch gemacht. Ich bin in den Fotoladen gegangen, habe mich beraten lassen, habe mir das Ding angeguckt und habe das Ding da gekauft. Ich hätte es auch im Internet kaufen können, fand ich aber irgendwie nicht die feine Art. So. Und so extrem krass viel Geld spart man da dann letztendlich auch nicht. Aber könnt ihr eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, so, wieder zu Hause. Gizmo schläft auch. Habe jetzt zumindest mein Paket noch abgeholt. Glücklicherweise hatte der DHL-Laden wenigstens das noch. Ja, wenn ich schon mein Spiel nicht gekriegt habe, wenigstens konnte ich mein Paket noch abholen. Und ja, gucken wir jetzt mal rein, was drin ist. In dem Karton ist nämlich was von Loot Crate. Wer es nicht kennt, es gibt ja diese Lootboxen, wo allerhand nerdiger Kram drin ist. Teilweise auch relativ cooler Stuff. Ich habe noch nie so eine Box ausgepackt. Ich weiß, dass es sie gibt. Allerdings ja, hat mich dann Loot Crate gefragt, ob ich nicht Bock hätte, dann mal so ein Ding auszupacken. Und ich dachte mir so, ja, why not? Ich habe keine Ahnung,
wirklich null Ahnung, was mich jetzt hier drin erwartet. Mal gucken wir mal ganz dreist rein. Ich habe das jetzt hier mal mit einer Hand aufgemacht. Und was finden wir denn da drin? Was ist denn das alles hier? Das ist ein Shirt auf jeden Fall. Ach Quatsch, ich erkenne es gerade. Das ist ein Hoodie hier mit Kapuze. Das ist Futurama tatsächlich. Ein Futurama-Hoodie. Okay, gar nicht so verkehrt. Allerdings muss ich zugeben, ich habe Futurama nie wirklich geguckt. Ein paar Folgen oder so. Aber für Leute, die Futurama geil finden, ist das vermutlich sogar was. Dann haben wir noch ein T-Shirt. Und ich schätze mal, Alter, was ist das? Ist das Transformers? Ich weiß es nicht. Scheiße, ist das jetzt Transformers? Hinten drin ist auf jeden Fall gelabelt Level Up. Da steht aber nirgendwo, ob das jetzt Transformers ist oder nicht. Auf der Rückseite ist auch nichts. Scheiße, oder blamier ich mich jetzt hier gerade? Okay, Socken sind auch noch drin. Rick and Morty, das soll eine ziemlich coole Serie sein. Habe ich auch noch nie gesehen, habe ich mir aber auf jeden Fall vorgenommen. Ich weiß nicht, ob es mein Humor sein wird, aber ich sehe im Internet immer öfter irgendwelche Memes davon, beziehungsweise so Ausschnitte. Alter, wobei andererseits, wer trägt denn solche Socken? Megaman-Socken? Guckt euch mal, wie lang die Socken sind, Alter. Das sind ja schon halbe Kniestrümpfe. Also ich sag mal so, ne, das sind definitive Win-Date-Win-Socken. Wer sowas bei seinem Date trägt, ja, der kommt auf jeden Fall schon auf die letzte Base. Okay, wir wollen den Überraschungseffekt ja weiter aufrechterhalten. Ich habe sie gerade aufgeschnitten und noch nicht aufgemacht. Okay, das ist Pacific Rim. Okay, habe ich gesehen den Film. Popcorn-Kino, würde ich sagen. Story war scheiße, aber die Effekte waren nice. Alles klar, ich muss das mit zwei Fingern machen. Läuft bei mir. So. Okay, eine Actionfigur. Eine Pacific Rim Actionfigur. Die packen wir jetzt gleich mal aus. Alter, was ist das denn? Das ist was Japanisches. Bandai, das sieht auch nach Pacific Rim aus. Ist das so eine... Warte mal. Jawohl, ja, ein Bausatz. Alter Schwede. Sowas habe ich früher mal gehabt für Flugzeuge. Leute, was schickt ihr mir da? Dafür habe ich überhaupt nicht die Geduld. Dann haben wir eine Robocop-Trinkflasche. Ey, was es nicht alles gibt, ey, das ist ja der Shit einfach nur. So, warte mal, was haben wir denn noch hier? Noch ein Futurama-Polo-Shirt. So, und zuletzt war noch ein Starfleet Academy-Handtuch drin. Scheiße, Mann. Ich kenne mich einfach viel zu wenig mit dem ganzen Kram aus. Was ist denn jetzt Starfleet Academy? Aber wisst ihr was? Eigentlich macht man diese Boxen ja gar nicht auf, ne? Ich wette mit dir in den Kommentaren, wird's jetzt hageln, ha, die... Solche Dinger macht man niemals auf, die sammelt man, die stellt man sich ins Regal oder die verkauft man oder whatever. Ja, daher werde ich die jetzt einfach mal nicht aufmachen. Das ist auf jeden Fall Gypsy Danger. Wer den Film gesehen hat, weiß, wer das ist. Ist auf jeden Fall ganz nicer Kram dabei. Also ich sag mal so, so ehrlich bin ich. Ich glaube, solche Shirts würde ich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit eher weniger tragen. Wenn dann eher auf der Gamescom zum Beispiel. Das Handtuch finde ich ganz nice, weil ein Handtuch kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Die Trinkflasche finde ich auch ganz cool mit diesem Alu-Deckel. Also sieht jetzt nicht so hardcore-billig aus oder so. Und das hier ist auch irgend so ein Pelzdruck. Also es fühlt sich nice an. Ja, die Figur packe ich nicht aus. Das werde ich wahrscheinlich niemals zusammenbauen, weil ich dafür einfach nicht die Geduld habe. Aber finde ich generell eine coole Geschichte. Ihr dürft jetzt auf jeden Fall gerne nochmal in den Kommentaren mitdiskutieren, ob ihr auch schon mal so eine Box hattet und ob ihr das cool findet. Tatsächlich hatte ich mal irgendwann gesehen, es gibt solche Boxen auch und da sind so, es war so Stuff von Zelda drin. Das finde ich richtig nice. Das Ding ist ja, es ist ja der Überraschungseffekt. Ja, man weiß ja nie, was drin ist. Heute war irgendwie Pacific Rim so ein bisschen das Thema und Futurama. Jedenfalls findet ihr oben in der Videobeschreibung einen Link zur Seite, falls ihr euch dafür interessiert. Und es gibt auch noch einen Gutscheincode, womit ihr ein bisschen Rabatt auf die Boxen bekommt. Also wer Lust hat, schaut rein. Alles kann, nichts muss. Damit würde ich an dieser Stelle sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder ein bisschen Spaß am Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr so ein bisschen den Like-Button penetriert, weil das ist für mich auch immer, naja, ein Zeichen dafür, dass es euch gefallen hat. Von daher seid nicht scheu. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Dürft auch gerne Vorschläge machen, was ihr gerne mal in dem nächsten kleinen Vlog sehen wollt. Vielleicht ein bisschen mehr von Gizmo oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi!